Willkommen in Berlin. In das Scandic-Hotel am Potsdamer Platz lädt der BDB vom 27. bis 29. März zur Jahrestagung 2014. Rund 400 Teilnehmer aus ganz Deutschland akkreditieren sich für die Tagung. So viele wie nie zuvor. Das Motto 2014: 20 Jahre BDB, 20 Jahre Kampf für unseren Beruf und bessere Arbeitsbedingungen. Der BDB-Vorsitzende Klaus Förter von Dey eröffnet die Jahrestagung. Und Berlins Senator für Justiz und Verbraucherschutz, Thomas Heilmann, heißt die Teilnehmer in der Hauptstadt willkommen. Eine Betreuung ist für ganz viele Menschen ein sehr zentrales Thema in ihrem Leben. Wir haben große Aufgaben, das Betreuungsrecht weiter zu verbessern, es klarer zu machen, für die Menschen besser anwendbar zu machen. Und insofern habe ich Sie gerne im Namen des Berliner Senats hier begrüßt. Weitere Grußworte sprechen die Ministerialdirigentin im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, Beate Kienemund, der Leiter des Arbeitsstabes bei der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Thorsten Einstmann, Ruth Fricke vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener und Peter Winterstein, der Vorsitzende des Betreuungsgerichtstags. Sie alle würdigen Engagement und Leistungen des BDB in den vergangenen 20 Jahren. Der BDB hat erreicht, dass sich ein eigenes Bewusstsein der beruflichen Betreuung entwickelt hat, dass sich ein Berufsstand entwickelt hat, der sich über Qualität und Fortbildung selbst definiert. Und das ist eine Entwicklung, die insgesamt zur Qualitätsentwicklung im Betreuungswesen wesentlich beigetragen hat. Die Rahmenbedingungen stimmen nicht mehr. Die müssen geändert werden, sodass weiterhin qualitätvolle Betreuung möglich ist. In seinem Eröffnungsvortrag blickt Klaus Förter von Dey auf 20 Jahre BDB zurück und beschreibt die Themen der nahen Zukunft. Weiterentwicklung des Betreuungsrechts, Verbesserung der Rahmenbedingungen und vor allem Anerkennung des Berufs und Professionalisierung. Das ist schon ein großes Ziel und ich glaube, naja, objektiv geht sowieso kein Weg daran vorbei. Aber jetzt sind wir auch subjektiv da irgendwie, glaube ich, ein kleines Stückchen weitergekommen. Hat sich doch die Große Koalition die Weiterentwicklung des Betreuungsrechts zur Aufgabe gemacht, was auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in ihrem schriftlichen Grußwort betont. Der renommierte Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge referiert über Krise und Zukunft des Sozialstaats, den er als Hauptleidtragenden der Krise des bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystems sieht. Mit Folgen nicht nur für soziale Arbeit, sondern zum Beispiel auch für die Betreuungsarbeit. Denn ganz klar ist, wenn soziale Probleme nur noch unter finanziellen Aspekten betrachtet werden und wenn die Betreuten als Kostenfaktoren erscheinen, dann wird man natürlich versuchen, auch stärkeren Druck auszuüben auf diejenigen, die diese Klienten betreuen. Und das, denke ich, wird den BDB betreffen. Und insofern teile ich auch nicht ganz die Hoffnung, die man jetzt auf die Große Koalition setzt. Für den dritten Eröffnungsvortrag konnte der BDB Margot von Renesse gewinnen. Die Juristin, ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Vorsitzende der Enquete-Kommission Recht und Ethik in der modernen Medizin, gehört zu den Wegbereitern des Betreuungsrechts von 1992. Sie spricht über Betreuung als Menschenrecht und beschreibt Wege zur sozialen Barrierefreiheit. Die Forderung des Verbands nach Professionalisierung unterstützt sie. Der Grund? Es gibt ein Problem beim Berufsbetreuertum, dass alle möglichen Berufe haben, die sich als Professionen aus dem Familienganzen entwickelt haben. Die Krankenschwester, die Pflegekraft, der Sozialarbeiter. Dazu gehört auch die Betreuung, die heute professionell sein muss, weil wir ein Familiendefizit haben und früher von den Familien geleistet wurde. Was folgt daraus? Weil es Familientätigkeit war, glaubt man nicht an Ausbildungsnotwendigkeiten und man glaubt nicht an Vergütungspflichten, sondern das wurde kostenfrei und ohne Ausbildung geleistet. Professionalisierung bedeutet Ausbildungsvoraussetzungen, Fachlichkeit. Und das hat man von Müttern und Vätern nicht erwartet. 20 Jahre BDB, das wird am Abend gefeiert. Im Rahmen einer festlichen Gala im geschichtsträchtigen Meistersaal am Potsdamer Platz. Liebe Gäste. Die Chefredakteurin der Verbandszeitschrift BDB Aspekte, Anna Heidmann, moderiert einen unterhaltsamen Rückblick auf 20 Jahre Verbandsarbeit.
gemeinsam mit den Menschen, die den BDB geprägt und vorangebracht haben. Also wir haben uns damals schon Gedanken darüber gemacht, wie dieser Bereich auch professionalisiert werden kann. Die Gründungsmitglieder Jutta Storck und Waltraud Sarner erinnern an die Anfänge. Die Vertreter der ersten Geschäftsstelle, Frauke Feld-Glenz und Kai Lüttgens, sprechen über Pioniertage. Der Krisenmanager Hennes Görs über schwierige Zeiten. Die Geschäftsführer Annette Reinders und Harald Freter berichten, wie die Professionalisierung der Arbeit des BDB gelungen ist. Und Roland Witthüchter stellt die BDB-Aspekte als Leitmedium des Verbandes vor. Das war schwierig zu vermitteln. John Gelübke und Thorsten Becker resonieren schließlich über Berufsethik, Berufsbild und den Beirat. Nicht so, dass alle Kolleginnen und Kollegen gleich gesagt hätten, das ist ganz wunderbar. Es geht um Menschen. Für die künstlerische Aufarbeitung der Vergangenheit sorgt Comedian, Kabarettist und Stimmenimitator Jörg Hammerschmidt. Ist das hier noch sehr geheuer? Ich brauch auch meinen Betreuer. Weiter geht es an Tag 2 in 11 Arbeitsgruppen zu Themen wie Qualitätssicherung und Standards, Neues aus dem Rechtsbereich oder Schuldenregulierung. Mein Rückblick auf 20 Jahre BDB. Die Historikerin Barbara Dünkel hat im Auftrag des BDB die Verbandsgeschichte aufbereitet. Ihr Vortrag steht unter der Überschrift »Eine Profession entsteht«. Der BDB musste sich in diesen vergangenen 20 Jahren quasi selbst erfinden. Und das bedeutet, dass er eben Leistungen für seine Mitglieder halt gebracht hat, dass er in dieser Zeit eine Fachlichkeit entwickelt hat, dass er sich selber professionalisiert hat, dass er auch daran gearbeitet hat, den Beruf des Betreuers zu professionalisieren. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Felder, auf denen der Verband eben tätig ist. Und das ist das Spannende meiner Meinung nach. Spannend wird es auch auf der Delegiertenversammlung am Nachmittag. Tag und Abend. Der wichtigste Beschluss: Berufsbetreuer und Betreuerinnen verpflichten sich, aus beruflich geführten Betreuungen kein Erbe anzunehmen. Ein Zeichen will man setzen für mehr Transparenz und persönliche Integrität. Die Initiative, die ja aus dem Kreise des BDB kommt, dass Berufsbetreuer kein Erbe antreten sollten, um gleich den Verdacht der Erbschleicherei von vornherein auszuschließen, die finde ich sehr gut. Der dritte Tag. 4 Diskussionsforen stehen auf dem Programm. Themen sind die Auswirkungen des Gesetzes zur Stärkung der Betreuungsbehörden, Betreuer und Betreuerinnen in Existenznot, Herabstufung der Vergütung, Elferregel und Berichtspflicht sowie das Thema Eingliederungshilfe ohne Betreuung. Über aktuelle Reformkonzepte debattierten in Forum A Anke Martini von Transparency International Deutschland. Wir sind eine kleine Organisation mit einem riesigen Aufgabenspektrum. Der Jurist, wissenschaftliche Referent und Consultant Bernd Schulte, Helga Steen-Helms vom Hessischen Sozialministerium und Klaus Förter von Dey. Es ist ja bedenklich, dass nach 20 Jahren immer noch Diskussionen geführt werden. Bei allen Debatten über die Weiterentwicklung des Betreuungsrechts, der betroffene Mensch muss im Fokus stehen. Unsere Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, dass alles möglichst perfekt funktionieren soll, dass alles perfekt organisiert wird. Gerade das können diese Menschen nicht. Und sie sind natürlich schon in einem großen Maß darauf angewiesen, dass auch Menschen, die Rechte für sie verändern, auch dieses Maß an Bedürftigkeit und auch an Unterstützung, denen das auch ein Stück weit bewusst wird. Und da denke ich, ist diese ethische Dimension sehr wichtig. Auf dem anschließenden Podium zur Weiterentwicklung von Betreuung in der aktuellen Wahlperiode diskutieren für die CDU-CSU-Fraktion Sabine Sütterlin-Waag und für die SPD-Fraktion Matthias Bartke. Beide Politiker haben die Aufgabe des Berichterstatters für Betreuung übernommen. Katja Keul vertritt Bündnis 90 Die Grünen. Konsens besteht darüber, dass das Betreuungsrecht nicht so bleiben kann, wie es ist. Dass sich die Berufsbetreuer für ihre Sache und für ihre Interessen einsetzen, das ist richtig. Das ist deutlich geworden, dass hier die Vergütung unzureichend ist und unzulänglich für die Berufsbetreuer. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch eine Betreuung übernommen habe. Und ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und insbesondere die Zeit, die vergütet wird, ist sicherlich zu gering. Zum Ersten ist es Ihnen ein großes Anliegen,
zwischen den, dass sie eine Zugangsvoraussetzung, eine vernünftige Zugangsvoraussetzung in den Beruf des Berufsbetreuers haben wollen, dass dort Qualifikationen Voraussetzungen sind, die derzeit überhaupt nicht gefordert und nicht der Fall sind. Die Länder machen für sich selber etwas und das ist ein ganz wichtiger Punkt und dafür, das werden wir auch inhaltlich intensiv diskutieren. Zum Zweiten nehme ich mit, dass es einen Graubereich gibt zwischen rechtlicher Beratung und zwischen der sozialen Beratung, dass sie dort etwas bewegen wollen, weil sie sagen, das können sie nicht voneinander trennen. Also ich habe jede Menge nochmal Anregungen bekommen, was man im Betreuungsrecht ändern könnte. Natürlich gibt es eine große Unzufriedenheit und großteils auch zu Recht mit der Vergütung der Berufsbetreuer. Aber das Ansinnen, eine Qualifikation, eine Verfachlichung und möglicherweise auch einen Kammerberuf zu schaffen, das kann ich durchaus nachvollziehen und da kann man sich Gedanken machen, wie man das umsetzt. Sie haben das eben gehört. Die Politik bewegt sich, das wird deutlich an diesem Vormittag und will das Betreuungsrecht anpacken. Die wichtigste Aussage für mich ist, dass es schon um eine Anerkennung unserer täglich schweren Arbeit geht und diese sich dann auch ausdrücken soll in mehr Geld, selbstverständlich, aber auch vor allen Dingen um eine Förderung der Profession. Nach 3 Tagen intensiver Diskussionen über die Zukunft der Betreuung in Deutschland zieht der Verbandsvorsitzende Bilanz. Sehr zufrieden bin ich mit dem, was innerhalb des Verbandes passiert ist und mit dem, was wir von Rückmeldungen erhalten haben von außen. Was jetzt zum Schluss mit der Politik in der Auseinandersetzung da nochmal bei rausgekommen ist, ist auch eine hervorragende Angelegenheit. 20 Jahre BDB, 20 Jahre Kampf für unseren Beruf und bessere Arbeitsbedingungen. Zu Beginn des 3. Jahrzehnts blickt der BDB optimistisch in die Zukunft.